Vor etwas mehr als zwei Wochen verlor der Schlagersänger Heino seine Frau Hannelore. Sie starb im Alter von 82 Jahren aufgrund eines Herzstillstands. Zu Hause in Kitzbühel. Heino gab der Bild ein emotionales Interview, in dem er unter Tränen über den Verlust seiner Liebsten sprach. Auf die Frage von Bild, wie es Heino gehe, erwiderte er: Natürlich bin ich mehr als traurig. Es wird eine lange Zeit dauern, bis ich wieder zur Normalform auflaufe. Wenn überhaupt. Mit Hannelore ist auch ein Teil von mir gestorben. Ich habe nur schöne Erinnerungen an sie und tausend Bilder von ihr im Kopf. In den letzten Tagen habe ich überlegt, wann wir uns mal richtig gestritten haben. Ich komme auf keine Minute. Hannelore wird immer in meinem Herzen bleiben, erzählte er, als er nach der schönsten Erinnerung an seine Frau gefragt wurde. Der Sänger könne es sich vorerst nicht vorstellen, zurück nach Hause nach Kitzbühel zu gehen. Zu viele Erinnerungen gäbe es für ihn in dem Haus. Stattdessen bleibe er fürs Erste bei seinem Manager und dessen Familie in der Steiermark. Außerdem ist dort ihr kleiner Sohn Lenny, der gerade 2 Monate alt ist und sehr viel Freude in die Familie bringt, so Heino.